Hey meine lieben Freunde und willkommen zurück zu Let's Play Super Mario 3D World. Nachdem wir in der letzten Episode hier in der zweiten Welt einige neue Items kennengelernt haben, wie zum Beispiel die Piranha-Pflanze hier im Blumentopf, in dem dritten Level der zweiten Welt unterirdische Schattenspiele oder auch hier dieses Level mit den schönen Gamepad-Funktionen, nachdem wir diese Level unter anderem gespielt haben und dann hier hinten auch die Doppelkirsche, die Vervielfältigungskirsche, Duplizierkirsche, wie auch immer ihr sie nennen wollt, nachdem wir die kennengelernt haben, die ja für ein ordentliches Bildschirmgewusel mit vielen Mario, Peach, Luigi oder Toad-Klonen sorgt. Nachdem wir das alles gemacht haben und eine Menge Spaß haben, haben wir die zweite Welt in Bowsers Kugel-Willi-Kolonne mit dem neuen Kanonenbox-Item abgeschlossen und konnten die zweite der insgesamt 7 Sprixies befreien, die uns auch den Weg in Welt 3 geöffnet hat. Und was euch ja bestimmt schon aufgefallen sein könnte, wenn ihr auf die Farbe der Sprixies achtet, könnt ihr auch eine kleine Verbindung zur Welt herstellen. Die Welt ist eine gelbe Wüstenwelt und natürlich haben wir dann die gelbe Sprixie. Die erste Welt war eine Graslandschaft und da hatten wir eine grüne Sprixie. Und dreimal dürft ihr raten, was uns jetzt hier in der dritten Welt erwartet, wenn die jetzt schon, wie ihr seht, so blau und eisig ist und voller Schnee. Ganz genau, hier schreit die blaue Sprixie um Hilfe und natürlich werden wir der kleinen Fee so schnell wie möglich zur Hilfe eilen. Und ich muss sagen, Schnee- und Eiswelten gehören immer zu meinen Lieblingswelten. Und da ich hier auch schon sehr viel in der Demo spielen konnte, ist das vielleicht gar nicht mehr so blind für mich. Da kenne ich mich schon ein bisschen aus. Und ich muss wirklich sagen, allein schon die Oberwelt hier ist richtig episch. Da kann natürlich der Schneespaß und die Weihnachtsstimmung im Level 1 Schneetreiben im Winterpark gleich beginnen. Und nicht nur mein Lieblingsjahreszeit ist da, nein, das Glücksrad hat sich auch für Toad entschieden. Ja, für meinen Lieblingscharakter. Natürlich passt die Feuerblume überhaupt nicht zum Schnee, deswegen heben wir den starken Kontrast auf und gehen mal als Katzentoad hier durch. Oh yeah. Und hier gibt es auch so coole Schneemänner. Richtig, richtig cool. Passt richtig schön rein in die Winterlandschaft. Und wenn man die Schneemänner hier besiegt, kriegt man so hier ein paar Schneebälle, die man aufheben kann und mit denen man hier den Kollegen fertig machen kann. Und ich muss auch sagen, diese Bäume hier mit Schnee bedeckt, oh, die sehen super aus. Allgemein grafisch wunderschön hier. Ein wahres Meisterwerk, eine wahre Augenweide. Und hier gibt es sogar auch noch ein paar neue Items. Wie zum Beispiel hier hinten den altbekannten Propellerhut aus Super Mario 3D Land. Also finde ich cool, dass er wieder dabei ist. Und ja gut, dann ist er natürlich nicht mehr so neu. Aber finde ich cool, dass er es hier zurück ins Spiel geschafft hat. Und wenn wir hier, bam, mal eine Stampfattacke ausführen, können wir die erste Schicht der Käfer besiegen. Die zweite Schicht natürlich auch noch. Und natürlich auch, bam, na, da haben wir nur einen mitgenommen. Und natürlich auch, na, komm, die kriegen wir auch noch. Na, das kriegen wir hin, Leute, oder? Bam, genau, und natürlich auch noch die dritte Schicht. Und wenn wir die alle beseitigt haben, können wir ganz simpel an den ersten Grünstern gelangen. So, hier gab es, glaube ich, nur Münzen drin. Genau, da machen wir mal eine Stampfattacke, ja. Von ganz weit oben, na, mit aller Kraft, wunderbar. Und hier sehen wir noch einen Schneemann, okay. Den können wir auch mal kaputt machen. Und wenn ihr hier aufmerksam seid, werdet ihr gleich auch ein neues Item erkennen können. Oder ein eigentlich altbekanntes, was zum ersten Mal in diesem Spiel aufgetaucht ist jetzt. Und zwar das gute alte Tanuki-Blatt. Jetzt sehen wir nämlich Waschbär-Toad. Leider kann man ihn nicht so gut erkennen unter dem Propeller. Ah, aber er kann sich so schön drehen. Ach ja. Und ja, mit dem Tanuki kann man natürlich das gleiche machen wie in Super Mario 3D Land. Gut, den gab es auch schon in Super Mario Bros. 3, den Waschbäranzug, da aber noch in einer anderen Funktion. Hiermit können wir einfach nur über kurze Distanzen gleiten. Gut, ich werde jetzt aber den Katzenanzug nehmen und mit dem Katzenanzug dann den Goomba aus seinem Schlittschuh reißen. Und was gibt es natürlich Besseres als Goombas in Schlittschuhen? Richtig, Toad in Schlittschuhen. Denn wir können hier wirklich als Fahrer im Schlittschuh sitzen und so ein wenig hier über das Eis grinden oder gleiten. Ich weiß nicht, was dafür der Fachbegriff ist. Auf jeden Fall können wir hier Schlittschuh fahren. Und damit können wir auch hier autoscootermäßig die Goombas hier aus unserem Weg räumen. Richtig, richtig cool. Los, komm her, Goomba. Zack. Da haben wir ihn umgehauen und könnten hier sogar noch einen zweiten Schuh mitnehmen. Und was wir auch machen können, ist einen Schneehasen jagen. Mit diesem Schuh, den wir mal kurz abgeworfen haben, gelangen wir hier in die Nähe des Schneehasen. Und müssen jetzt dafür sorgen, dass wir ihn hier irgendwie abfangen. Na, schade. Mit der Stampfattacke hat es nicht geklappt. Das könnte hier ein bisschen, ja, ein bisschen dauern. Obwohl, jetzt hatte ich den doch gerade, oder nicht? Ich wollte gerade sagen, das könnte ein bisschen dauern. Weil der Schneehase echt ein wenig hartnäckig ist, beziehungsweise hier gut davonläuft. Wir können ihm aber auch durchaus den Weg abschneiden und sind natürlich auch als Toad sehr schnell, weshalb wir da relativ schnell an den zweiten Grünstern gelangen. Gut, dann gibt es hier noch... Gibt es hier noch irgendwie was? Ah, Münzen? Nee, brauchen wir nicht. Hier noch was?
Hier noch was? Nee, nichts vorhanden. So, und hier hinten sehen wir auch dann... Oh, wow, 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 wow. Jetzt haben wir den Propellerkopf hier schon verloren. Dann könnt ihr aber auch gleich wenigstens das Waschbärkostüm sehen. Die schnell mal, dann mache ich kurz kaputt. So, und wenn wir dann hier ganz vorsichtig hergehen... Toad ist ja so schnell und dann schlittert er hier noch. Da sollten wir immer vorsichtig sein. Und wenn wir das geschafft haben, was ich ja auch durchaus jetzt getan habe, können wir den Stempel des Levels bekommen. Und wenn wir jetzt mit dem Tanuki-Anzug... Hier seht ihr ihn auch nochmal bei Toad. Wie süß der Kleine doch ist. Und ja, wenn wir den haben, können wir dort oben zum letzten Grünstern gelangen. Und da habt ihr dann auch die Gleitfunktion gesehen. Das geht auch mit dem Propellerkopf übrigens, also mit dem Propellerhut. Wenn man den bis dahin behält. Ansonsten macht man es mit dem Tanuki und kann dann hier am Ende des Levels noch ganz entspannt hier ein bisschen übers Eis schlittern und dann ins Ziel gleiten. Oh yeah, damit haben wir das Level mit der Kraft des Tanuki beendet. Und erhalten einen Stempel von den kleinen Käfern, die wir auch in den Level gesehen haben. Gut, damit sollte sich dann der Weg, nachdem wir hier noch die Grünsterne verrechnet bekommen, für zwei neue Level öffnen, so wie es bei der Gabelung da aussieht. Nämlich einmal ein Level mit einer Bowser-Statue, wo wir wieder Grünsterne benötigen werden. Und einmal ein normales Geisterhaus. Okay, ob Geisterhäuser normal sind, ist so die Frage. Aber wie dem auch sei, wenn du die Minuskarte öffnest, also wenn wir den Minusknopf auf dem Video Gamepad drücken, können wir die Karte öffnen. Und dann können wir auch zu den Welten reisen, die wir bereits entdeckt haben. Hier können wir unter anderem auch die gesammelten Stempel und Grünsterne sehen. Das kann ich euch doch kurz mal demonstrieren, das ist jetzt nichts wirklich Atemberaubendes. Ihr habt auf der Taste Minus eine Karte mit einer Schnellreisefunktion und ihr könnt hier sehen, wo habe ich schon die Grünsterne gesammelt, habe ich denn die Stempel bekommen, habe ich auch die goldene Fahnenstange, ihr könnt Punktzahlen sehen und könnt natürlich dann auch in eurem Stempelalbum die gesammelten Stempel angucken. Gut, nicht wirklich was Großartiges und ich würde sagen, deswegen machen wir mit einem weiteren großartigen Level, wo wir 30 Grünsterne brauchen, direkt weiter. Läppische Anzahl an Grünsternen haben wir natürlich direkt parat und können somit auf in das zweite Level der dritten Welt, Akrobatik am Gitterzaun. Der Zufall entscheidet sich für Peach. Und da muss ich auch sagen, wenn Peach den Tanuki-Anzug anhat, sieht es ein bisschen falsch aus, wenn man so möchte. Sieht so ein bisschen, ich will nicht sagen schwanger aus, aber ja, der Tanuki-Anzug lässt die ein wenig dicker wirken. Dann will ich gar nicht jetzt wissen, wie das dann bei Wario aussieht. Aber nun gut, ich werde mich auf jeden Fall hier mal dem zweiten Katzenanzug hier bedienen. Ich probiere nämlich noch einen in Reserve zu behalten. Denn bei diesem Scrolling-Level ist es besonders wichtig, viele Katzenanzüge zu haben oder den Katzenanzug zu behalten. Und da ich vielleicht auch nicht der Meister bin in Sachen Jump and Run, ich kann zwar ein bisschen was, aber ich bin ja auch nicht der Meister in Perfektion. Und deswegen behalte ich mir den Katzenanzug hier einfach mal bei. Denn ihr werdet sehen, hier zum Beispiel werden wir den Katzenanzug für den Grünstern benötigen. Oh, 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 und hier seht ihr auch, dank den Käfern wären wir schon fast gestorben. Also immer gut aufpassen, meine lieben Freunde. Und vor allen Dingen ist es auch ziemlich gut, dass wir... Ja, ich wollte gerade sagen, es ist ziemlich gut, dass wir Peach haben, denn Peach kann ja noch wenigstens ein bisschen gleiten. Aber in dem Moment, in dem ich es gesagt habe, falle ich natürlich runter. Und ihr seht natürlich auch, wie wunderbar man hier direkt verrecken kann. Gut, wir werden uns hier aber nochmal den Katzenanzug ein zweites Mal holen. Das Level habt ihr jetzt ein bisschen am Anfang gesehen. Jetzt wollen wir uns richtig spielen, nachdem ihr eine kleine Einleitung gegeben habt. Das war natürlich jetzt nur alles testweise, ist ja ganz klar. Versteht sich natürlich von selbst, dass das jetzt gerade nur eine Probe war, um euch das Level grob zu zeigen. So, jetzt gucken wir mal, dass wir hier noch ein paar Münzen rausbekommen. Das ist alles so... Blöd, weil ich die Schattierung nicht so gut erkennen kann. So, jetzt können wir noch ein paar Münzen rausbekommen. Ansonsten schnell weg, bevor uns der Abgrund verschlingt, beziehungsweise der Bildschirm einholt. Und ja, hier gibt es auch nochmal natürlich ein paar Goldringe. So kann man noch ganz gut Münzen mitnehmen, um zum Beispiel dann noch extra Leben abzugreifen. So, hier kommen wir ganz schnell auch vorbei. Sollten wieder auf die Käfer aufpassen. Ein Käfer ist kaputt. Den anderen ignoriere ich mal. Hier sind noch ein paar schöne Pusteblumen. So, hier aufpassen. Und einfach hier dran und rüber. Alles klar. So kann man es auch ganz einfach machen. Hier hinten gibt es noch was. Hier hinten gibt es nämlich noch einen Grünstern, müsst ihr wissen. Ah, kriegen wir es hin? Na, wo sind wir? Yo, wunderbar. Wir haben den Grünstern wunderbar geholt. Und können dann ganz einfach... Na, yo, rüber da. Mit diesem Kasten hier weiter. Und dann sind wir schon am Midway Point, an der Checkpoint-Flagge angekommen. So, hier können wir nochmal einen Katzenanzug mitnehmen. Hier weiter hochgehen. Ja, da muss man auch hier schön auf diese Plattform achten, die runterfallen. Und natürlich auf die Plattform, die einen hier wegdrängen wollen, was die auch fast geschafft hätten bei mir. So, und dann werdet ihr hier gleich auch schon den Stempel sehen können, glaube ich.
Ja, da seht ihr den Stempel. Mit einer Stampfattacke durch die Wolke durch, die hier oben ist. Und wenn wir gleich dieses Katzenrad betätigen, werden wir auch relativ leicht zum Grünstern kommen können. Nämlich hier einfach rüber, da hoch, Grünstern einsammeln und dann hätten wir alles in diesem Level mitgenommen. So, hier geht es nochmal ein bisschen in luftige Höhen, wie ihr seht. Aber das sollte jetzt auch nicht die Schwierigkeit sein. Wir können ja zum Glück so lange, wie wir wollen, auf diesen Wolken sein. Hier kommen wir auch nochmal clever rüber. Nehmen dann hier noch diese Plattform mit, die runterfallen können. Aber wären dann ansonsten insgesamt ziemlich gut an dieser letzten Box hier angekommen, die uns dann auch zum Fahnenmast bringt. Hier können wir natürlich noch einmal hier hochklettern. Gibt es irgendwas? Ah, ein paar Münzen, die unsichtbar sind. Alles klärchen. Ja, gut, brauchen wir jetzt nicht unbedingt. So, und wenn wir dann hier mit dem Katzenanzug dieses Ding hier ausfahren, können wir da hochklettern und dann, rüberspringen und wunderbar hochklettern, um die goldene Fahnenstange zu bekommen. Wuhu! Ah, und das Miauen kam wieder. Das hab ich doch schon vermisst. Gut, dann gucken wir mal, was wir jetzt für einen Stempel bekommen. Wir bekommen einen Luigi-Kater, wenn man so möchte, beziehungsweise Luigi im Katzenanzug. Schön, schön. Damit hätten wir auch dieses Level zu 100% abgeschlossen. Damit öffnet sich der Weg zu Level 3-4. Aber bevor wir das machen, ist ja ganz klar, machen wir alles schön nach der Reihenfolge. Erstmal auf und ab im Gruselhaus, das dritte Level der dritten Welt. Let's go! Der Zufall entscheidet sich für Mario, so wie es aussieht. Oh, und da sehen wir schon einen Buhu. Oh, da sehen wir ihn draußen. Oh, ist das cool gemacht. Also ich mag ja die Geisterhäuser, auch wenn die manchmal ein bisschen schwieriger sind. Ich mag die vom Design her und ja, wenn wir hier ein bisschen aufpassen, beziehungsweise ein bisschen die Augen aufmachen, werden wir hier bestimmt das ein oder andere Secret finden. Vor allen Dingen Feuer Mario wird hier, denke ich mal, ganz nützlich sein. Na, die Buhus kann er zwar nicht verbrennen, aber ich meine, wieso sollten wir nicht Mario haben? Oder Feuer Mario, besser gesagt. Man weiß ja nie, wofür der noch gut sein kann. Auf jeden Fall, kann man das hier ein bisschen erkennen? Ich glaube nicht. Es gibt hier eine kleine Super Mario 64 Anspielung. Denn wer Super Mario 64 gespielt hat, weiß, wie man in andere Welten kommt. Nämlich wie? Ganz genau, man springt in Bilder rein. Und genau das muss man hier auch machen. Richtig, richtig cool, dass man hier so in Bilder reinspringen kann. Oder dass das hier so gemacht ist. Uah, aufpassen auf die Geister. Dass man hier so in Bilder reinspringen kann, finde ich eine richtig coole Sache. So, schnell den Grünstern mitnehmen. Kurz vor knapp haben wir ihn noch mitbekommen. Und sind dann hier wieder draußen. Also richtig cooles Secret, richtig cooles Geheimnis. Und auch die Couches hier, oder diese Sofas. Das Couch ist der richtige Plural. Wie dem auch sei, auch diese Couches können hier hochfliegen. Sodass wir dann an einen Stempel kommen. Das ist richtig cool gemacht hier, das Geisterhaus. Nur, ja, ihr kriegt vielleicht nicht den ersten Effekt mit. Oder das erste Mal, wenn ich hier im Level bin, das kriegt ihr vielleicht nicht mit. Aber als ich das erste Mal hier gespielt habe, war ich schon ziemlich überrascht, wie cool das hier gemacht ist. Vor allen Dingen als derjenige, der mich da betreut hat, wenn man so möchte, ja, auf dem Event, der hat mir dann auch den Hinweis gegeben nach Motto, ja, probier doch mal ins Gemälde zu springen. Richtig, richtig cool. Alles gemacht hier und vor allen Dingen dieses Secret oder diese Anspielung an Super Mario 64 mit dem Gemälde freut mich doch auch immer als alter Mario-Veteran zu sehen. Gut, wir haben jetzt schon zwei Grünsterne gesammelt und einen Stempel. Den letzten Grünstern, den finden wir auch noch, gar kein Problem. Ich glaube, ich bald den Katzenanzug und nehme eine Feuerblume. Das macht, glaube ich, am meisten Sinn. Und wow, 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 ein großer Buhu. Und hier diese Treppe, die runterfährt. Nein, Rolltreppe, du sollst lieber hochfahren, wenn man das als Rolltreppe bezeichnen kann. So, und was gibt's hier? Hier gibt's eine Fake-Röhre. Ja, ja, cleverer Trick, ihr lieben Buhus. So, hier oben gibt's noch ein bisschen Zeit. Ein paar Blöcke, die rausfahren. Oh, ein Pixel-Luigi, habt ihr den gesehen? Ich hoffe, ihr habt es gesehen. Und da unten gibt es noch einen Spiegel. Da sieht man auch schön, wie sich die Feuerbälle spiegeln, wie sich der große Buhu da drin spiegelt. Und ansonsten sollten wir hier gleich auch schon am Ende des Levels angekommen sein. Da sollte nicht mehr so viel kommen. Ich glaube jedenfalls nicht, oder? Sind wir jetzt schon draußen? Oder haben wir das letzte ja übersehen, oder? Ja, Mensch. Wenn jetzt hier schon das Ziel ist, dann haben wir aber eindeutig was übersehen. Oder geht's hier? Nee, hier geht's nochmal rein. Ich wusste es doch. Ah, ich wusste, wir sind hier noch nicht am Ende, denn es geht hier noch eindeutig weiter. Ja, die Zeit habe ich auch noch mitgenommen. Man weiß ja nie, wofür man die noch brauchen wird. Na, und weiter, weiter, weiter. Nämlich wird es hier hinten noch. Hallo, großer Buhu. Ja, hier hinten wird es noch ein kleines Secret geben. Nämlich gibt es hier hinten noch eine Couch. Funktioniert wie bei der ersten. Einfach auf der Couch bleiben. Ein bisschen gemütlich entspannen auf der Couch. Und hier oben wird es dann eine Röhre geben. Edge Badge verarscht, wenn man rein will, werdet ihr gleich sehen. Zack, ist nämlich ein Grünstern drin.
Ja, und dann geht's hier raus. Genau, und jetzt dürfen wir bei der Fahnenstange sein. Das würde auch wesentlich mehr Sinn machen. Oh, da kommt auch noch ein großer Buhu. Eieieiei, der uns hier jagt. Nein, schnell weg vor ihm und noch ein zweiter. Nee. Schnell Katzenanzug nehmen und die Fahnenstange hochrennen, würde ich mal sagen. Oh, da war gar nicht die Fahnenstange. Eieiei, ich lasse mich auch jedes Mal verarschen. Ich lasse mich sogar ein zweites Mal verarschen, obwohl ich das Level schon einmal gespielt habe. Aber ich muss auch sagen, das ist auch schon ein bisschen her, dass ich das Level gespielt habe. Konnte mich ja noch ein wenig erinnern. Und dann hätten wir es geschafft. Oh yeah. Gut, 53.000 Punkte, wunderbar. Und einen kleinen Buhu-Stempel. Ach, ich mag die Buhus. Ich habe auch einen Buhu-Plüschi. Also ich finde die Dinger richtig cool. Ich finde die auch irgendwie knuffig. Ich habe mal als kleines Kind vielleicht vorhin Angst gehabt, irgendwie so in Super Mario World, in Geisterhäusern, hatte ich, ja, ich will nicht sagen, ein bisschen Schiss vor denen, aber ich weiß nicht, das ist genauso wie mit dem Mond aus Majora's Mask von Zelda, da hat man vielleicht ein bisschen Angst vor, ja, gruseln einen halt. Und ansonsten, ja, finde ich die eigentlich ansonsten ganz knuffig, die Buhus. Und wen ich auch knuffig finde, ist Toad, deswegen hier in Kapitän Toad und der geheimnisvolle See in dem Level in der dritten Welt werden wir Kapitän Toad auch wieder mit allen 5 Grünsternen zum Ziel navigieren. Ja, dann schauen wir mal. Kamera bewegen kennen wir ja schon, neigen wissen wir auch. Dann schauen wir mal, was wir hier so machen können. Captain Toad kann anscheinend immerhin schwimmen, das freut mich natürlich. Und so kommen wir eigentlich auch schon an den ersten Grünstern dran. Wunderbar. Gut, der Hammerhai oder was das für... Das ist ein mega gigantischer Hammerhai. Was auch immer das für ein Kerlchen ist, der ist auf jeden Fall gefährlich. Da sollten wir auf jeden Fall ein bisschen uns in Acht nehmen, ein bisschen Vorsicht zeigen. So, dann mal die Kamera drehen. Und sehen, dass da hinten ein Pilz ist. Oh, den nehmen wir mit. Den nehmen wir natürlich mit. Wunderbar. Gibt uns noch 1000 extra Punkte. So, jetzt müssen wir einmal nach komplett rechts. Denn hier gibt es einen grünen Stern. Und wenn wir da rauskommen, wären wir wieder da. Nee, das wollen wir ja nicht. Wir wollen lieber hier hoch. Ganz genau. Und so, wo wollen wir dann hin, ist die Frage. Wir wollen auf jeden Fall noch nach da unten hin. Nur wie kommen wir da hin, ist die Sache. Das ist eine sehr gute Frage. Ach, da oben sehe ich die Röhre. Okay. Da oben habe ich die Röhre gesehen. Ich sehe dort oben auch einen P-Switch, einen P-Schalter. Jetzt ist nur die Frage, wie kommen wir nach ganz oben? Das ist eine sehr gute Frage. Oder müssen wir uns hier irgendwie runterfallen lassen? Wir neigen das Ganze mal. Wir könnten... das ist eine gute Frage. Wo könnten wir uns runterfallen lassen? Könnten wir uns einfach hier runterfallen lassen? Nee, Moment. Ich gehe einfach mal hierher. Hier muss es ja irgendwie was geben. Oder können wir... Ach, wir können das bestimmt hier eintreten, oder? Nee, das können wir auch nicht. Wie machen wir das denn dann? Ah, wir können uns hier runterfallen lassen. So ganz knapp. Okay, ja, das muss man auch erstmal sehen. Hier wird ein bisschen mit Perspektive gearbeitet. Okay, nicht nur ein bisschen. Hier wird mit Perspektive gearbeitet. Aber sowas von. Und wenn man die richtige Perspektive hat, kann man dann auch dementsprechend wunderbar zum Ziel kommen. Hier oben sehen wir, dass es erstmal nicht weitergeht. Also erstmal den P-Switch drücken. Damit steigt nämlich der Wasserstand. Wir können hier an den Stern kommen. Und können dann... Können wir hier einfach rüberschwimmen? Funktioniert das? Nee, okay. Das funktioniert wiederum nicht. Wie kommen wir dann da... Ach, ich hätte einfach über das Brett rübergekonnt. Ja, das ist jetzt eine blöde Geschichte. Wie machen wir das denn jetzt? Kommen wir da wieder hoch mit dem Wasser? Wie kommen wir da mit dem hoch... Das ist gerade eine gute Frage. So, vielleicht so über das Wasser oder wie kommen wir wieder hoch? Das ist eine gute Frage. Kommen wir jetzt noch hoch zum Grünstern oder haben wir es uns jetzt verbaut? Ich guck mal gerade. Wir kommen noch durch die Röhre dahin. Ja, ach, wir kommen noch durch die Röhre dahin. Ja, das passt dann ja. Das ist dann ja gar kein Problem. Also, gut, so können wir uns dann nicht reinfallen lassen. Aber ich weiß noch auf jeden Fall, wie wir da hinkommen. Keine Sorge, Leute, wir haben es noch nicht verbockt. Wir können es auf jeden Fall noch schaffen. Also einmal bitte mit der Röhre hier. Nein, nein, das war leider falsch, lieber Toad. Ich würde gerne nach da oben hin, ganz genau. Dann hier raus und dann in die Röhre rein, bitte. Na, so, genau. Dann kommen wir hier raus, hier oben. Ganz richtig, dann hier runter. Ach, und dann sind wir gleich beim fünften und letzten Grünstern. Wenn das nicht mal ein cooles Level auch im Meeresabenteuer-Stil war. Passt zwar eigentlich gleich zu der Eiswelt, wo eigentlich alles vereist ist und voller Schnee, aber sowas schönes Tropisches kann man doch auch mal gerne haben.
Wunderbar, damit haben wir 5 weitere Grünsterne auf unserem Konto. Alles klar, dankeschön lieber Captain Toad, danke für deine Hilfe bei der Suche nach Grünstern, hast du mal wieder clever gemacht. Wieder ein schönes Puzzle-Rätsel hier, oder Puzzle impliziert ja Rätsel, schönes Puzzle, schönes Rätsel. Mit der Röhre geht es dann wieder ab hier zurück, man hätte zwar auch eine kleine Brücke bauen können, aber nun gut, Röhren sind viel stylischer. Und ich würde sagen, damit geht es dann einmal auf hier nochmal ins Feenhaus, hier kann man nämlich noch einen Stempel abgreifen. Nämlich den hier, der uns... Oh, eine weinende Sprixie gibt. Nein, die arme. Die arme, arme Fee. Ich würde einfach sagen, ja, wir vergessen die arme Fee schnell. Wir retten sie, ja? Wir sind ja auf dem besten Wege, sie zu retten. Und damit wir da gleich weitermachen, geht's dann jetzt auf in Level 4 von Welt 3, nämlich Panik in Pastell. Let's go! Das Zufallsrad wählt Luigi aus. Alles Klärchen. Und da geht schon los. Und wir haben nur 100 Sekunden Zeit, merke ich gerade. Ich weiß auch gerade gar nicht, welches Level das ist. Ich puste ihn weg. Los, geht weg, ihr Kleinen. Kann man das nicht mehr? Ja, ich wusste es doch. Die Kleinen kann man doch noch irgendwie wegscheuchen. So, und hier ist anscheinend wirklich Panik, Panik, Panik. Ah, ein Hase. Hase, komm her. Ich sehe dich. Ah. Und Grünstern Nummer 2. Okay, wo 1 war, weiß ich nicht. Und hier hinten gibt es Zeit. Und okay, ein Peach-Schalter. Können wir nicht als Luigi aktivieren. Oh, wow, und hier wären wir sogar noch fast runtergeflogen. Hier haben wir auch noch unser Katzenanzug verloren. Ja, besser geht's gar nicht. Und da oben sehe ich noch wunderbar eine Wolke. Da können wir nämlich hin, wenn wir Luigi sind und hochspringen können. Oder mit dem Katzenanzug. Das geht wahrscheinlich beides. Nehmen wir noch schnell... Oh, da war noch ein Pixel-Luigi. Passend zu Luigi selbst. Und wenn wir jetzt hier schnell durchrasen... Ah, wir kriegen ja auch noch wunderbar Bonuszeit zurück. Dann können wir das Level auch noch gleich abschließen. Scheint wirklich so ein ganz, ganz kurzes Kurzlevel zu sein. Ein kurzes Kurzlevel, ja. Wer hätte es gedacht, dass ein Kurzlevel kurz ist? So, und wenn wir dann hier noch was mitnehmen... ja, okay, hier gibt es nur Münzen. Da machen wir das mal mit einem Trick. So, wunderbar. Da sehen wir auch, dass unten noch ein paar Unsichtbare sind. Und wow, sind da viele drin. Ja, da hört es ja gar nicht mehr auf. Ja, genial. Guck mal, direkt ein One-Up. Also der Block, der geht auf jeden Fall ab. Und wenn ich die ganze Zeit rede, werden die kleinen Gummas die ganze Zeit zurückgeschleudert. Die Armen. Na gut, will der Block irgendwann nochmal aufhören? Ich glaube nicht. Wir hören aber mal selbst auf und erreichen mit Luigi die goldene Fahnenstange und schauen uns mit Peach nochmal genauer im Level um. Wunderbar. Irgendwo muss es nämlich noch einen Stern geben und irgendwo muss es noch einen Stempel geben. Der Stempel wird wahrscheinlich beim Peach-Schalter... ja, aktiviert werden oder erscheinen. So wie wir es bei Mario hatten, oder bei dem Mario-Schalter im 4. Level der 2. Welt. Und dann werden wir noch irgendwo einen Grünstern finden müssen. Das ist eine gute Frage, wo der ist. Na gut, jetzt darf ich auch nicht Zufall drücken. Jetzt muss ich mal Peach nehmen, weil die ja in dem Level erfordert wird. 100 Sekunden. Alles Klärchen. Hier gibt's nichts. Aha, hier hinten habe ich ihn gesehen. Den Halunken. Wunderbar. Gibt es hier hinten noch irgendwie... Obwohl, ich brauche eigentlich gar nicht mehr gucken. Weil eigentlich ist schon relativ klar, dass wir bei dem Peach-Schalter den Stempel bekommen. Ich glaube, das klappt wunderbar. Das ist eigentlich auch so eine Sache, wer Galaxy gespielt hat, der wird, glaube ich, hier kein Problem mit den Grünsternen haben. Weil es schon, ja, so aussieht, dass... ja, die grünen Sterne irgendwie so in Galaxy-Art versteckt sind. Oh, wow, wow, wow. Peach, rette dich. Und tschüss, Peach. Dann spielen wir das Level halt eben nochmal. Ist ja eh kein großes Level hier. Aber was ich sagen wollte, wer hier Galaxy gespielt hat, der wird jetzt, glaube ich... Ach, und ich sollte vielleicht auch nicht die Wolke kaputt machen. Wäre eigentlich auch nicht schlecht. Ja, wer Galaxy gespielt hat, sollte keine Probleme hier haben. Sollte eigentlich nicht wirklich schwierig sein. Denn bei Galaxy war es ja auch so, dass die grünen Sterne so mies versteckt waren, dass sie einfach direkt hinterm Anfang waren. Und deswegen habe ich auch mal am Anfang geschaut, ob sie nicht dort sind, so wie in Mario Galaxy. Weil, ja, da muss ich wirklich sagen, waren die schon schön mies am Anfang versteckt teilweise. Und deswegen dachte ich mir einfach, könnte man ja danach schauen. Hat sich auch, wie gesagt, gelohnt, hat sich bezahlt gemacht. Ansonsten könnten wir hier natürlich noch, ja, Münzen wieder mitnehmen, an diesem unendlichen Münzblock. Den können wir natürlich auch nicht unendlich lange nutzen, weil irgendwann rennt die Zeit davon. Ich habe mir jetzt nur das One-Up geholt. Und dann können wir auch schon das Level vollständig beenden. Gut, damit kriegen wir sogar ein Feuerwerk. Freut mich auf jeden Fall.
Und das Level wäre wie gesagt zu 100% beendet mit einem Stempel von einer Chibi-Version von Peach. Coole Sache. Gut, dann werden wir mal nachschauen, was Kamek so zu bieten hat. Ist ja schon gerade hier erschienen, Kamek. Dann werden wir ihn mal bekämpfen. Aus dem Weg, Kamek! Hey meine lieben Freunde und willkommen zurück zu Let's Play Super Mario 3D World. Nachdem wir in der letzten Episode hier in der zweiten Welt einige neue Items kennengelernt haben, wie zum Beispiel die Piranha-Pflanze hier im Blumentopf, in dem dritten Level der zweiten Welt unterirdische Schattenspiele oder auch hier dieses Level mit den schönen Gamepad-Funktionen, nachdem wir diese Level unter anderem gespielt haben und dann hier hinten auch die Doppelkirsche, die Vervielfältigungskirsche, Duplizierkirsche, wie auch immer ihr sie nennen wollt, nachdem wir die kennengelernt haben, die ja für ein ordentliches Bildschirmgewusel mit vielen Mario, Peach, Luigi oder Toad-Klonen sorgt. Nachdem wir das alles gemacht haben und eine Menge Spaß haben, haben wir die zweite Welt in Bowsers Kugel-Willi-Kolonne mit dem neuen Kanonenbox-Item abgeschlossen und konnten die zweite der insgesamt 7 Sprixies befreien, die uns auch den Weg in Welt 3 geöffnet hat. Und was euch ja bestimmt schon aufgefallen sein könnte, wenn ihr auf die Farbe der Sprixies achtet, könnt ihr auch eine kleine Verbindung zur Welt herstellen. Die Welt ist eine gelbe Wüstenwelt und natürlich haben wir dann die gelbe Sprixie. Die erste Welt war eine Graslandschaft und da hatten wir eine grüne Sprixie. Und dreimal dürft ihr raten, was uns jetzt hier in der dritten Welt erwartet, wenn die jetzt schon, wie ihr seht, so blau und eisig ist und voller Schnee. Ganz genau, hier schreit die blaue Sprixie um Hilfe und natürlich werden wir der kleinen Fee so schnell wie möglich zur Hilfe eilen. Und ich muss sagen, Schnee- und Eiswelten gehören immer zu meinen Lieblingswelten. Und da ich hier auch schon sehr viel in der Demo spielen konnte, ist das vielleicht gar nicht mehr so blind für mich. Da kenne ich mich schon ein bisschen aus. Und ich muss wirklich sagen, allein schon die Oberwelt hier ist richtig episch. Da kann natürlich der Schneespaß und die Weihnachtsstimmung im Level 1 Schneetreiben im Winterpark gleich beginnen. Und nicht nur mein Lieblingsjahreszeit ist da, nein, das Glücksrad hat sich auch für Toad entschieden. Ja, für meinen Lieblingscharakter. Natürlich passt die Feuerblume überhaupt nicht zum Schnee, deswegen heben wir den starken Kontrast auf und gehen mal als Katzentoad hier durch. Oh yeah. Und hier gibt es auch so coole Schneemänner. Richtig, richtig cool. Passt richtig schön rein in die Winterlandschaft. Und wenn man die Schneemänner hier besiegt, kriegt man so hier ein paar Schneebälle, die man aufheben kann und mit denen man hier den Kollegen fertig machen kann. Und ich muss auch sagen, diese Bäume hier mit Schnee bedeckt, oh, die sehen super aus. Allgemein grafisch wunderschön hier. Ein wahres Meisterwerk, eine wahre Augenweide. Und hier gibt es sogar auch noch ein paar neue Items. Wie zum Beispiel hier hinten den altbekannten Propellerhut aus Super Mario 3D Land. Also finde ich cool, dass er wieder dabei ist. Und ja gut, dann ist er natürlich nicht mehr so neu. Aber finde ich cool, dass er es hier zurück ins Spiel geschafft hat. Und wenn wir hier, bam, meine Stampfattacke ausführen, können wir die erste Schicht der Käfer besiegen. Die zweite Schicht natürlich auch noch. Und natürlich auch. Bam. Na, da haben wir nur einen mitgenommen. Und natürlich auch. Na, komm, die kriegen wir auch noch. Na, das kriegen wir hin, Leute, oder? Bam, genau. Und natürlich auch noch die dritte Schicht. Und wenn wir die alle beseitigt haben, können wir ganz simpel an den ersten Grünstern gelangen. So, hier gab es, glaube ich, nur Münzen drin. Genau, da machen wir mal eine Stampfattacke. Ja. Von ganz weit oben. Na, mit aller Kraft. Wunderbar. Und hier sehen wir noch einen Schneemann, okay. Den können wir auch mal kaputt machen. Und wenn ihr hier aufmerksam seid, werdet ihr gleich auch ein neues Item erkennen können. Oder ein eigentlich altbekanntes, was zum ersten Mal in diesem Spiel aufgetaucht ist jetzt. Und zwar das gute alte Tanuki-Blatt. Jetzt sehen wir nämlich Waschbär-Toad. Leider kann man ihn nicht so gut erkennen unter dem Propeller. Ah, aber er kann sich so schön drehen. Ach ja. Und ja, mit dem Tanuki kann man natürlich das gleiche machen wie in Super Mario 3D Land. Gut, den gab es auch schon in Super Mario Bros. 3, den Waschbäranzug, da aber noch in einer anderen Funktion. Hiermit können wir einfach nur über kurze Distanzen gleiten. Gut, ich werde jetzt aber den Katzenanzug nehmen und mit dem Katzenanzug dann den Goomba aus seinem Schlittschuh reißen. Und was gibt es natürlich Besseres als Goombas in Schlittschuhen? Richtig, Toad in Schlittschuhen. Denn wir können hier wirklich als Fahrer im Schlittschuh sitzen und so ein wenig hier über das Eis grinden oder gleiten. Ich weiß nicht, was dafür der Fachbegriff ist. Auf jeden Fall können wir hier Schlittschuh fahren. Und damit können wir auch hier autoscootermäßig die Goombas hier aus unserem Weg räumen. Richtig, richtig cool. Los, komm her, Goomba. Zack. Da haben wir ihn umgehauen und könnten hier sogar noch einen zweiten Schuh mitnehmen. Was wir auch machen können, ist einen Schneehasen jagen. Mit diesem Schuh, den wir mal kurz abgeworfen haben, gelangen wir hier in die Nähe des Schneehasen. Und müssen jetzt dafür sorgen, dass wir ihn hier irgendwie abfangen. Na, schade. Mit der Stampfattacke hat es nicht geklappt.